Alter Schwede, das regnet. Also die Basis ist eigentlich super schick, aber unproduktiv. Ich würde jetzt am liebsten eine Abandoned Base finden, wo wir vielleicht einen Bergbaukern kriegen. Zwei Bergbaukerne hier. Ach man, ey, das mit diesem scheiß Jetpack hier. Nein, das sieht gut aus. Das können wir gleich mal looten hier. Warum habe ich denn schon wieder keine Stamina? Es ist ja wohl zum Heulen hier. Alles mitnehmen, was geht, was uns hier nur ein paar Teile bringt. So, dann ist ja auch gleich fertig aufgeräumt. Hallo, lass mich mal durch hier. Das ist jetzt natürlich nicht, ob hier böse sind. Höre sie. Okay, gut. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Empyrean Galactica Survivor und wir waren dabei hier. Mal gucken, die Basis aufzunehmen beim letzten Mal. Nachladen nicht vergessen. So. Oh shit. Okay, der hat mich nicht gesehen. Vielleicht hat er mich gesehen. Nehmen wir mal gleich mit. Nee, nicht auf den. Warum stirbt er nicht? Scheiße, jetzt habe ich ja nichts mehr zum Nachladen. Ach, scheiße. Haben wir denn kein Medipack bei? Nein, doch hier. Oh Gott. So, wie kommen wir denn jetzt hier wieder nach oben? So. Okay, wir sind zumindest wieder oben. So, dann nehmen wir jetzt mal das Scharfschützengewehr. Haben wir kein Scharfschützengewehr mehr? Nein, haben wir nicht. Na, komm her, hier. Doch, das war das Scharfschützengewehr. Aber ich hab bloß noch. Ich hab bloß noch 4 Kugeln. Das ist ja kacke. Ja, super. Okay. Gut, dann sind wir zumindest schon mal rübergekommen. Na, warum denn nicht nachlädt automatisch? Das ist ja ein bisschen ätzend hier. Okay. Er ist weg. Okay, hier rüber. Und wieder auf den Arsch hier gesetzt. Kacke. Oh, und das nur für so ein paar beschissene Container. Schon wieder Flummi hier. So. Okay. Da hinten ist auch noch einer. Okay, erstmal looten wir die hier. Fleisch, wer braucht schon das Fleisch? Okay, wir laufen mal unten lang, weil ich nicht weiß, was das hier für ein Spawner ist. Okay, gut, dann dürfen wir jetzt alle haben. Dann gucken wir uns mal um hier. Hier ist noch ein Container. Bausätze, was können wir da hier lassen? Oxygen Boost, ne, das nehmen wir alles mit. Kaffeebohnen. Kettensäge.
Gewehr Upgrade. Okay, okay. Können wir irgendwas doppelt packen? Nein. Generatoren auch nicht. Okay. Gut, ich hole zumindest keine Hunde mehr. Das dürfte ja dann heißen, dass hier auch nichts mehr ist. Hallo. Okay, draußen höre ich noch Viecher. Die sollen uns aber erstmal nicht stören. So, den hatte ich, genau. Weiter geht's. Hier noch was? Nein. Hier noch was? Hier noch was? Nein. Und hier drin auch nichts. Gut, wo ist denn unser Auto? Hier hinten. Oh, aufregend. Ja. Okay. Erstmal reinsetzen. Ich habe nichts mehr zu essen. Habe ich nichts zu essen? Fachbox? Zugriff? Oh. Hätte ich echt nichts mehr zu essen bei? Das ist ja ein Blamabel. Scheiße. Ja, komm, zieh dir die Pizza noch rein. So, dann können wir das hier mal hier rüber packen. Wenn wir jetzt gestorben wären, das wäre doof gewesen. So. Schwere Waffen-Upgrade, okay. Das können wir mal rübernehmen. Okay, hier haben wir nichts mehr bei. P. Zweite Fachbox. So, Holzlatten. Aber hier haben wir noch eine mittlere Rüstung, okay. Ach, hier war das Essen. Gut. Wir können echt nicht mehr. Doch, das können wir noch überpacken. Ah, gut, wir müssen eigentlich jetzt, denke ich mal, doch nach Hause. Wir haben nicht mehr viel Platz. Das Ding ist einfach zu klein. Waffen-Upgrades, Fasern. Okay, gut. Eine. Schau mal an. Nehmen wir die Außenansicht. So, wo geht's denn zur Basis? Basis, Basis, Basis. Wir fahren jetzt zur Basis zurück und bauen uns einen kleinen Flieger. Dorf. Map. Hier. Nee, abbrechen. Mit dem, hier. Motorbike. Ah, okay, das war das Motorbike. Waypoint. Aufnehmen. Okay. 5 Kilometer. Gut, fahren wir jetzt in die Richtung und holen uns, laden erstmal den Loot aus. Und mal gucken, was wir hier vielleicht noch treffen, wenn wir... Oh, da ist eine... Minigun-Drohne. Ne, mit der wollen wir uns aber nicht anlegen. Und es ist hier arschdunkel, ich sehe gar nichts. Ich sehe wirklich absolut nichts. Ich sehe weniger als ihr. Ich hab nur mal geguckt, ob es wirklich so ist. Scheiße, ey. So, wir fliegen mal 3 Meter hoch, da ist der Mond. Oh, ja, das, die Folge hat ja schon wieder spannend angefangen. So, was wir aus alle Fälle machen müssen, ist Bandagen, Medipacks. Aber ich glaube, da fehlen mir ein paar Ressourcen zu. Und natürlich wollen wir noch auf die zur X7-Station im Maya-Mond, aber oder auf dem Maya-System oder Mary-System, keine Ahnung. Damit wir dort die Basis übernehmen können. Aber bevor wir das machen, müssen wir uns erstmal ein bisschen einrichten. Wir müssen ein kleines Raumschiff bauen, damit wir Pentaxid sammeln können. Wahrscheinlich hier auf dem Mond. Auf dem Mond wird ja wahrscheinlich auch noch eine Basis sein. Ja. Und was haben wir denn hier? 22 Grad im Raumschiff, 15 Grad, 13 Grad Außentemperaturen. Wir sind jetzt am höchsten Punkt, 15, 14, 15. So, wir haben noch 3 Kilometer. Ja, wie gesagt, wir werden das nächste Mal mit einem Small Vessel fliegen, das wir jetzt gleich zusammen bauen werden. Dass wir nur nach Hause kommen.
Ja, gegen den Baum schon wieder gehen. Gut, ansonsten, wir haben ja ein paar Waffen-Upgrades bekommen, was ja schon mal sehr schön ist. Dann kommen wir hier rüber. Wird jetzt der ultimative Test. Oh, ja. Und bei unserem Glück genau in eine Basis gesprungen. In eine feindliche Basis. So, ja, wir hatten eine Minigun-Drohne, aber irgendwie sind die noch recht... Also der Wald hier ist echt dicht. Okay, hat sich gerade die Pflanze um sich selbst gedreht. Ja, was ich sagen wollte, die Mini-Drohnen oder Cannon-Drohnen, also Minigun-Drohnen und die Kanonen-Drohnen, die machen irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Die sind, die schießen, haben nicht mal auf mich geschossen. Vielleicht ist es auch die pure Angst. Die pure Angst vor mir. Brauche nicht mehr viel. Es ist schon wieder so extrem dunkel. Zwei Stück gleich, na super. Kobalterzlange. Oh. Die haben den grünen Sensor dran. Okay. Ja gut, da wollen wir uns jetzt erstmal gerade nicht beschäftigen. Natürlich haben die auch Loot drin, aber ich würde es da doch lieber bevorzugen, dass wir erstmal unser Schiff bauen, mit einer Minigun dran. Dann können wir auf ein bisschen Alienjagd hier gehen. Ansonsten ist ja der Planet relativ sicher. Aber irgendwo müssen ja die Minigun-Drohnen herkommen. Wir werden ja irgendwo gespawnt werden. Ich würde aber gerne den Planeten klären, bevor wir uns... Von dannen machen, ja, mit einem großen Raumschiff, also es wird kein riesengroßes Raumschiff, es wird quasi eine Größenklasse 1 vielleicht. Natürlich brauchen wir auch die Bewaffnung, weil ich nicht weiß, wie stark die Bewaffnung von der X7-Station ist. Ne? Und wir brauchen ja auch immer gemäß diesen Planeten, damit wir daran rumbasteln können am Schiff. Und wir müssen die Autominer noch aufstellen. Oh mein Gott, wir haben noch so viel zu tun. So, was wir hier noch bauen wollen, oder zumindest ich, erstmal aus. Haben wir Blöcke bei? 5 Stück, das ist nicht viel. Hier, diese Schräge, die ist aber besser. 1, 2, 3. 1, 2. Das war's schon. Gut, wir lassen das Schiff mal kurz draußen stehen. Ja, erstmal Ego-Perspektive. So, Tür auf. Haben wir hier noch Blöcke drin? Jawollo, haben wir noch drin. Sehr schön. Okay. Ich meine, ihr wisst bestimmt schon, was ich hier vorhabe. Ich möchte hier eine Rampe bauen, damit... damit wir hier vernünftig hochfahren können. Block. So, dann wieder die Hälfte. Muss ich das Ding abstützen? N. Strukturelle Integrität. Das ist schon rot. Na Gott sei Dank. Da wäre mir fast auf den Arsch gefallen hier. Rufe 1, 2, und in die Erde rein. Sehr schön, sehr schön. Da habe ich aufgepasst. Habe ich diesmal aufgepasst. Hab schon mal woanders versaut. Okay, so. Der. Dann kommt hier der Rampenblock. Dann müssen wir wieder einen Würfel setzen. Dann wieder das Ding hier. Dann wieder das kleine. Dann wieder ein
Block von denen hier. Und jetzt würde ich mich gerne hinknien können. Da, okay. Und jetzt ist ja der Stein im Weg. Geht das? Kann man den hier eigentlich wegbohren? Nein. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir setzen das Ding jetzt hier unten runter. Okay, damit steht das. So, dann 1, 2, 3, okay, passt noch, passt noch. Ja, ist das denn schon, sind das so viele? Ja, stimmt, sind schon 12. So, damit ist das jetzt hier abgedeckt. Viertelblock. Halber Block. Und hier rein, genau. So, dann machen wir uns hier eine schöne Auffahrt. Ist das was? Nein, was habe ich denn hier gebaut? Oh, ich glaube, ich muss das alles rausschneiden. Was habe ich denn hier gebaut? Ach, scheiße, ein Dreck hier, ey. Nachladen. Lalala. So, siehst du, das ist das, wenn man keine Drohne benutzt. Stahlblock verloren. Kacke hier. Also so kann man auch seine Materialien einfach loswerden. So, jetzt kommt hier die Befestigung drunter. 1, 2, 3. Was? Wir haben übrigens auch gleich kein Lasergeschütz mehr. So. So. Nahrung haben wir noch. So, F5 wieder für die Drohne. Dann hier drunter. So, jetzt haben wir es doch hier gleich geschafft. Zylinder. Und dann ziehen wir das Ding hier einfach. Zack. Das hier durch. Und dann kommt hier noch so ein Vogel dran. Okay. Auf der anderen Seite. Okay, gut. Das. Dann haben wir hier zumindest eine Auffahrt, dann können wir das Schiff oben hinstellen. Braucht das nicht da unten rumstehen. Okay.
So, ein bisschen schick gemacht hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ja. Haben wir davon noch welche jetzt hier? Ein, na super. Ja. Okay. Dann können wir hier oben die Dinge rausschießen. Gut. In unseren Huawei-Wessel. Strukturelle Integrität aus. Und da sind wir. Ja, packen wir mal hier oben, dann kann er gleich repariert werden. Falls er Schaden hat. Steht er drauf? Ja, er steht drauf. Okay, dann können wir auf die Frachtboxen zugreifen. Halt. Doch. Zugriff, da ist ein Kern drin. P. Ne, wir machen das erstmal anders. Erstmal Ego-Perspektive, nach unten laufen. Okay, hier haben wir die Kohle drin, Stahlplatten. Frachtbox 3 ist das. Frachtbox. Nein. Hier? Nicht? Auch nicht? Ich bin so doof. Zugriff. Kann man die jetzt... Wo konnte man die denn umbenennen? Nee, das kommt da rein, das kommt, das kommt. Das ist dann noch ein ATM, Munitionskiste, Treibstofftank, Fahrstühle, noch eine Kiste. Nährlösung. Sehr schön. Das kommt jetzt mal hier rein. Fasern, Kaffee. Zahn. Oh. Hat die Basis keinen Strom mehr? Lol. Kühlschrank ist aber an. Nahrungsmittelprozessor. Aktiv. Warum ist denn das verdorben alles? Kühlt etwa der... Okay. Verfallzeit. Kühlt etwa der Nahrungsmittelprozessor nicht mehr? Das ist ja kacke. Okay, wir packen es mal hier rein. So, jetzt wollte ich doch mal gucken, wie kann ich die Frachtbox 3 umbenennen. Frachtbox. Oh, mit Doppelklick kommt man da jetzt auch drauf. Alles klar. So, Hub Cargo Box. Zugriff. Zugriff will ich nicht. Eigenschaften Frach. Schlüsselcode. Nee, kann ich nicht mehr umbenennen. Hier nicht. Also wenn ihr wisst, falls ich die umbenennen kann, schreibt es bitte in die Kommentare. So, es wird schon wieder dunkel draußen. Gut, jetzt wollen wir noch das Essen hier in Sicherheit bringen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir davon noch haben. So, ich setze mich immer gerne ins Fahrzeug rein. So, das. Essen, Wellenanteile, das hier. Bergbaukernen bringen wir auch mal gleich in Sicherheit. Reparaturstation.
Milch. Und die andere Frachtbox. Salami. Suppe. So, Milch. Diese eine Sache hier ist schon verdorben. So, der Rest ist reinigtes Wasser. Okay. Kühlschrank. Kühlschrank. Alles klar. So, jetzt das da rein, Schinken kann da rein. Eggplant-Teile, das brauche ich das nicht für. Medikit. Wäre es ein Octopus-Alien-Anteile. Ja, holen wir da erstmal alles rein, ist scheißegal. Mais. Milch. Okay, aber eine Dose können wir mitnehmen. Wir haben noch 328, das passt. Okay, haben wir jetzt nichts Verfaulbares mehr? Eggplant, ja, wir schmeißen es doch erstmal mit rein, so, das ist fertig. Rohes Fleisch, die Milch ist... die hat noch eine Verfallzeit von 2, das ist natürlich ganz schlecht. Keks auch. Ja, dann futtern wir es sowieso gleich weg. Machen wir uns dann nicht mehr rum. Verfallzeit von 1, was geht denn hier? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht mehr so lange hält. Also auch im Kühlschrank, sonst wäre das ja irgendwie alles. So, die ist leer. Und jetzt noch die letzte Frachtbox. Mit unseren Rohstoffen hier. Okay, das hier runter. Das hier runter. Latium. War der Loot soweit erfolgreich? Gut, Indien. Ja, wo meine ich eigentlich? Ich kann ja gleich hier in den verbesserten Konstrukt reingehen. Dann schmeiße ich da das Zeug gleich rein. So, das hier. Das, die Stahlplatten. Bergbaukerne. Metallstücke, Elektronik. Glasplatten. Zement. Okay, und dann greifen wir auf die Fachbox 3 zu. So, dann Nahrungsmünze, da packen wir alle Teile rein, die, mit denen wir irgendwas bauen können oder die wir aufstellen können. Halt, Steuergerät war noch. Ja, okay. Okay, haben wir soweit alles. Hier haben wir Schrotgewehr. Absatz, Upgrade-Bausatz. Okay, muss ich gleich gucken, wie das funktioniert. Habe ich nämlich noch keinen Plan von. Und dann müssten wir hier... Ich weiß, man kann sie auch raufstellen, aber ich mag es gerne drin zu sitzen. Okay, müssen wir nochmal einmal... Ach. So, P... Verbesserter Konstruktor. Golderz, Silizium, Promethium, Neodymium, Gesteinsmehl, okay, Eisenerz, Kobalterz, Holz, Steuergerät. Mehr Wasser brauchen wir im Nahrungsmittelprozessor. Hier, die Computer. So, weil ihr alle gemeckert habt, hat ja noch keiner was gesagt. So, jetzt ist das Teil leer. Jetzt kann ich auch reingehen. Erstmal hier mal Medipack verwenden oder Gesundheit verbessern. So, Sauerstoff brauche ich nicht. Oh, 1000 XP-Punkte. Bei welchem Level sind wir denn jetzt? Technikbäume, Level 8. Miscellaneous. Oh, bei Level 12 erst, na super. Okay, aber wir brauchen 5 Small Vessel. Scheinwerfer, ein RCS, ein Generator. Ein Kühlschrank wäre nicht schlecht.
Wie viele Punkte habe ich noch? 150. Treibstofftank, O2-Tank, O2-Station. Schubdüsen natürlich. Licht. Also wir nehmen jetzt alles mit, was es... Minigun, Passagiersitz brauchen wir nicht. Fahrwerksblöcke. Wir Ventilator? Nein, eigentlich nicht. Da kommen hier so mobilen Konstrukte, können wir auch mal einpacken. Wer weiß, wozu das noch wichtig ist. So, Texturierungsgerät ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. Ein Bohrer. Ja, komm, ach, den können wir auch erst. So, Schrotflinte. Sturmgewehr T2, Scharfschützengewehr. Sprengstoff, komm, dann nehmen wir die Leichtrüstung auch noch mit, dann haben wir sie einmal. Tools war ich gerade, Miscellaneous. Hier, Wasserstoffgenerator. Frachtboxen, Munitionskiste. Okay, und große Munitionskiste. Okay, so, wir können einen, den können wir bauen, den brauchen wir auch nicht. So, ab Level 20. Signallicht brauchen wir auch erstmal nicht. Small Vessel. Haben wir jetzt auch alles soweit? Capital Vessel. ACS, gut, das können wir alles beim nächsten Mal freischalten. Base. Okay, erstmal eine O2-Station. Aufzugblöcke, sehr gut. Selbstschussanlage, wie viel kostet die? 7. Kühlschrank T1, Kanonengeschütz. Hangartruhe brauchen wir nicht. Anzug und Apparatur. So, dann wäre noch Raketenwerfer. Ah, scheiße, haben wir bloß noch 4. Gut, Ventilator brauchen wir auch erstmal nicht. Gut. Haben wir das? Hier ist so dunkel. Habe ich das? Stimmt, ich habe ja alle Lampen abgebaut. Das ist bei Nacht natürlich nicht so angebracht. So, Rüstung. Rüstung rein. So, dann die ganzen Boost. Natürlich auch nicht wenig. So, wir können 3. Wir müssen die aber auch reparieren. Da haben wir noch eine Türstahlplatten. So, Radiation Boost brauchen wir nicht. Armor Boost. Oxygen Boost. Multi-Boost. EV-Boost. Hitzeresistent, Kälteresistent. Hitzeresistent 23, jetzt nur noch 8. Das ist ja kacke. So, was macht das? Power-Faktor, auch uninteressant. Oxygen, auch erstmal uninteressant. Komfortbereich. Okay. Jetpack Boost. Auch erstmal interessant. Nochmal ein armer Boost. Spannungslimit. Hier geht aber der Komfortbereich. Und das macht nichts. Das heißt, das haben wir doppelt. Das können wir schon verkaufen. Das auch. Kälteresistenz, Multi-Boost. Ja, lassen wir das erstmal. So, Radiation Boost brauchen wir auch erstmal nicht, zumindest nicht für hier. So, raus hier. Konstruktor, okay, gereinigtes Wasser brauchen wir da nicht. Wasser. Magnesiumpulver, Kunststoffrohmaterial, Stahlplatten, Stahlrohre. Gut, das haben wir jetzt hier oben. Dann können wir wieder runtergehen. Und schauen uns jetzt mal an mit der Repair Station. Bevor wir das machen, werden wir hier allerdings... ...das hier mal weglooten.
So. Okay, jetzt haben wir hier Platz. Gut. Dann haben wir hier die Repair Station, genau. So, die bauen wir jetzt mal auf und testen jetzt mal, wie das funktioniert. Können wir hier in der Mitte mal hinstellen. So. Jetzt, achso, den Anzug kann ich da so gar nicht reinlegen und hier haben wir keine Waffen. Das heißt, ich müsste mir jetzt die Rüstung nochmal einpacken. In dem... in der Anzugstation. So, das heißt, ich nehme jetzt das Ding. Das Ding. Das Ding. Und dann gucken wir mal, was passiert hier. Eins, zwei, drei. Oh, das ging ja schnell. Okay. So, kann ich hier irgendwas? Nein. Okay, dann. Anzugstation. Und dann wieder Zugriff, dann leichte Rüstung dort rein, die mittlere Rüstung rein, die ist jetzt wieder voll und die können wir theoretisch anziehen. Okay, die packen wir mal hier drüben hin, da wissen wir mal. Da hatte ich dann auch sowieso vor, einmal nur einen Spin zu machen und dann eine nur für An- und Ablegen. Weil es halt einfach auch natürlich begrenzter Platz ist, wer weiß, wie viel Boost wir noch bekommen, ne? Wir könnten jetzt zum Beispiel aber auch hier zack, 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 jetzt haben wir zwei Anzahl Reparaturen 7. Okay, Anzahl Reparaturen 1. Dann nehmen wir zuerst unsere Standard Armor Boost. Also Standard Rüstung. So. Und dann genau, können wir die dort ablegen. So, was mal. Licht wäre natürlich auch sehr clever mal. Okay, als erstes sammeln wir jetzt hier noch die Dinge ab. Erstens, weil es XP gibt und zweitens, weil wir Hunger haben. Na, komm schon. Versucht das auch nicht allzu lange hinzuziehen hier. So, und dann Kaffee müssen wir uns noch machen. Unbedingt Kaffee. Bemerkt, dass beim Laufen vorhin, oder weiß nicht, bei der zweiten Folge oder bei der dritten Folge, dass wir einfach mal super schnell außer Atem gekommen sind. Okay. Aber würde ich sagen, das sehen wir beim nächsten Mal. Erstmal den ganzen Schose hier rein. So, das können wir hier noch reinpacken. P. So, jetzt eine Sache noch und dann machen wir es aber Schluss. Eine Sache gucke ich noch. Verbesserter Konstruktor rein. Sturmgewehr. Okay, das da rein, 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 das da rein. So, wir können uns jetzt einen Sturmgewehr machen. So, Laser Upgrade. Schrotgewehr Upgrade. Schrotflinte. Jetzt haben wir. Verdammt, dann nimmst du mir Kacke. Jetzt haben wir. Aber wir können sowieso keine Muni herstellen. Das ist ja auch schon mal für den Arsch. Und so machen wir aber keine Muni. Dafür brauchen wir, was brauchen wir denn dafür? 5,8 Metallstücke. Metallstücke kriegen wir durch Eisen. Eisen haben wir nichts. So, und die brauchen wir, dafür brauchen wir auch Metallstücke. Und Metallstücke kriegen wir durch Eisenbahn. Und Eisen haben wir nicht. Eisen brauchen wir. Wir brauchen unbedingt Eisen. Was haben wir? Magnesium.
Haben wir nur 10, das ist auch nicht so viel. So, auf alle Fälle können wir... einmal hier alles durchklicken. Prometheum. So, was stellt er jetzt hier her? Output Silizium, Kobalt, Silizium. Okay. Okay, gut, das haben wir jetzt erreicht. So, Wasser können wir noch herstellen. Wasser brauchen wir. Okay, wir müssen unbedingt Eisen holen. Aber den T2-Bohrer haben wir noch nicht. Was für uns erweiterte CPU. Und für die erweiterte CPU. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier. Neodymium-Barren. Alter, wo soll ich denn das Zeug herkriegen? Das gibt's doch hier gar nicht. Gut, müssen wir wahrscheinlich mit unserem Kackbohrer hier erstmal weitermachen. Wir können jetzt einmal in den Technikbaum gucken. Bei Weapons. Okay, die können wir alle noch nicht anlocken. So schaffen wir Sturmgewehr. Okay. Ich habe ja jetzt... ich habe jetzt hier... Schrotgewehr Upgrade. Dafür brauche ich das nicht, nein. Aber was mache ich denn? Das ist ein Bausatz. Upgrade-Bausatz. Upgrade-Bausatz. Okay, gut. Also, wenn ihr vielleicht noch wisst, wie ich... okay. Rotflinte. Rotflinte kann ich auch so bauen, da brauche ich kein Upgrade-Bausatz. Also, schreibt es doch bitte in die Kommentare, falls ihr wisst, wie das hier... Achso, wenn ich die... dafür brauche ich den Absatz. Alles klar, okay, ich habe es. Ihr braucht es doch nicht in die Kommentare schreiben. Schreibt nichts in die Kommentare. Nein, doch, bitte schreibt. Ja. Hier, wenn wir die Schrotflinte haben, dann können wir das machen. Gut, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich lade die Folge hoch, dann kommt die heute gleich noch raus. Bis morgen und ciao.